Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 50. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hessen kommt stabil durch die Krise. Drucksache 20/10/511 ist zugleich auch Setzpunkt der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Vereinbarte Redezeit wie immer 10 Minuten. Und ich darf als erstem Redner dem Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Matthias Wagner, das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am Freitag nächster Woche ist der erste Jahrestag des völkerrechtswidrigen Krieges Russlands gegen die Ukraine. Dieser Krieg hat dann 365 Tage unfassbares Leid über die Menschen in der Ukraine gebracht. Er ist durch nichts zu rechtfertigen, und wir bekräftigen hier als Hessischer Landtag, dass wir diesen völkerrechtswidrigen Krieg aufs Schärfste verurteilen. Und auch wenn wir uns in dieser Debatte mit den Folgen dieses Krieges auch für unser Land beschäftigen wollen, so muss aus meiner Sicht am Anfang dieser Debatte stehen, die Hauptleidtragenden dieses Krieges sind die Menschen in der Ukraine. Sie sind an Leib und Leben bedroht. Sie sind jeden Tag Beschuss, Angriffen, Gewalt, schrecklichen Verbrechen ausgesetzt. Sie sind die Hauptleidtragenden dieses Krieges. Ihnen gilt unsere Solidarität, und Ihnen gilt weiterhin unsere ganze Unterstützung. Es ist ein Krieg gegen die Menschen in der Ukraine. Es ist ein Krieg gegen Frieden und Freiheit in Europa. Und es ist ein Energiekrieg auch gegen Deutschland. Und weil es ein Energiekrieg ist, spüren wir auch in unserem Land die Auswirkungen dieses Krieges. Und wir haben auch weiterhin mit den Folgen und mit sehr gravierenden Härten dieses Krieges in unserem Land zu kämpfen. Die Inflation ist nach wie vor hoch. Viele Menschen machen sich Sorgen, ob sie die Preise noch bezahlen können, was aus ihren Ersparnissen werden. Lieferketten für unsere Unternehmen sind durch die Folgen dieses Krieges brüchig geworden. Und dennoch können wir nach einem Jahr Bewältigung dieser Krise, nach einem Jahr Arbeit an der Bewältigung dieser Krise sagen, das, was befürchtet wurde an Auswirkungen, die schlimmsten Prognosen sind Gott sei Dank nicht eingetreten, meine Damen und Herren. Es war befürchtet worden, dass auch wir mit einer schweren Rezession zu kämpfen haben. Bis zu -10% der Wirtschaftsleistung war von einigen Instituten hervorgesagt worden. Wir hatten die reale Gefahr, die reale Sorge, dass die Gasversorgung in unserem Land nicht mehr gesichert sein wird. Wir hatten die Sorge vor Strom-Blackouts. Wir hatten die Sorge, dass die Energiepreise so weit steigen, dass sie nicht mehr zu schultern sind für Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen. Meine Damen und Herren, das alles ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Und dass es nicht eingetreten ist, das war eine gemeinsame Leistung von Bürgerinnen und Bürgern, von dem Zusammenstehen unserer Gesellschaft, von klugen, umsichtigen Handeln der Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ja, es war auch das Ergebnis von konsequenter Politik, meine Damen und Herren. Führen wir uns in Erinnerung, wo wir vor einem Jahr standen. 55% der Gaslieferungen Deutschlands kamen aus Russland. 40% der Erdöllieferungen kamen aus Russland. 50% der Steinkohlelieferungen kamen aus Russland. All das musste innerhalb eines Jahres ersetzt werden. Veränderungsprozesse mussten auf den Weg gebracht werden, um aus dieser Abhängigkeit herauszuführen. Es war eine der größten Krisen, vor denen unser Land in den vergangenen Jahrzehnten stand. Und diese größte Herausforderung konnte bislang gut bewältigt werden. Und deshalb können wir sagen, es war auch eine der größten politischen Leistungen der letzten Jahrzehnte, dass das gelungen ist, meine Damen und Herren. Und natürlich gibt es auch Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung oder den Maßnahmen, die die Landesregierung und auch die Hessische Landesregierung ergriffen haben.
Das ist alles legitim. Aber alle, die kritisieren, sollten auch anerkennen, was geleistet wurde. Und vor allem sollten diejenigen, die manchmal etwas sehr schnell mit der Kritik sind, nicht nur anerkennen, dass diese Krise bewältigt wurde durch politische Entscheidungen, sondern dass es auch politische Entscheidungen waren, die uns in diese Abhängigkeit geführt haben. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass manche Kritiker etwas mehr Bewusstsein dafür hätten, dass sie und wie sie dazu beigetragen haben, unser Land in diese extreme Abhängigkeit zu führen. Herr Wagner, entschuldigen Sie bitte einen ganz kurzen Moment. Ich habe noch mal die Bitte, dass bilaterale Gespräche von Abgeordneten, während ein Redner spricht, bitte draußen geführt werden. Das ist wirklich störend. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Dass wir bislang stabil durch die Krise gekommen sind, kam nicht von allein. Es ist das Ergebnis von politischem Handeln der Bundesregierung, von politischem Handeln dieser Landesregierung. Ich will uns das noch einmal in Erinnerung rufen. Die Bundesregierung hat insgesamt bis zu 300 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, damit die Bürgerinnen und Bürger, damit Unternehmen gut durch die Krise kommen. Ich bin froh, in einem Land zu leben, wo das möglich ist, wo 300 Milliarden Euro aktiviert werden können, um unser Land gut durch diese Krise zu bringen. Es wurden die Zahlung von Energiepauschalen auf den Weg gebracht. Wir hatten den Dezemberabschlag für Gas und Fernwärme. Wir haben jetzt die Gas- und Strompreisbremse, die ab Januar Wirkung zeigen wird. Wir haben große Unterstützungspakete für Unternehmen geschnürt. Die Sozialleistungen wurden deutlich angehoben und mit dem Bürgergeld auch reformiert und leichter in Bezug gemacht, damit es passgenauer ist für die Menschen, die Hilfe brauchen. Das Kindergeld wurde erhöht. Wir haben das Wohngeld reformiert, weil wir wissen, dass bezahlbares Wohnen und das bezahlbare Nebenkosten ganz entscheidend sind in der Krise. Die Menschen, die jetzt Unterstützung durch Wohngeld in Anspruch nehmen können, wurden durch politische Entscheidungen verdreifacht. Und, meine Damen und Herren, wir haben das Deutschlandticket auf den Weg gebracht, damit Mobilität auch in der Krise bezahlbar bleibt. Politik kann gestalten, Politik muss gestalten, Krisen können bewältigt werden. Das ist die klare Botschaft, die von den Maßnahmen der Bundesregierung ausgeht. Und auch wir als Landesregierung haben klar gehandelt. 3 Milliarden Bürgschaftsrahmen für unsere Unternehmen, 380 Millionen Euro Beitrag des Landes Hessen an der Finanzierung der Bundesmaßnahmen, 200 Millionen für ein eigenes Landesunterstützungsprogramm, um Menschen in Not zu helfen. Und das heißt ganz konkret Unterstützung für Vereine, für Verbände, Initiativen, damit sie ihre Energiekosten bezahlen kann. Das heißt ganz konkret einen Härtefallfonds, damit Menschen nicht von Energiesperren betroffen sind. Das heißt ganz konkret Energie-Mikrodarlehen für unsere Unternehmen, damit auch und besonders kleine und mittlere Unternehmen gut durch diese Krise bekommen. Das bedeutet die Stärkung der Schuldnerberatung, das bedeutet die Stärkung der Verbraucherberatung, das bedeutet Unterstützung für die Tafeln und das bedeutet den Hessenpass mobil als günstiges Mobilitätsangebot für Menschen in Hessen mit keinem oder geringem Einkommen. Auch hier gilt, Politik kann gestalten, Politik muss gestalten, Krisen können durch politische Entscheidungen bewältigt werden. Ja, natürlich, Kritik ist immer berechtigt, ist immer möglich, wir können immer noch besser werden. Aber ich will auch daran erinnern, was einige politische Gruppierungen in den vergangenen Monaten und insbesondere nach Ausbruch des Krieges versucht haben. Sie haben versucht, auch diese Krise für ihre politischen Zwecke zu nutzen. Sie wollten diese Krise nicht bewältigen, sie wollten nicht Probleme lösen, sondern sie wollten Probleme herbeireden. Ein heißer Herbst sollte herbeigeredet werden, Massenproteste sollte herbeigeredet werden. Es sollte der Eindruck erweckt werden, die Politik, der Staat würde die Menschen in unserem Land alleine lassen. Meine Damen und Herren, das exakte Gegenteil ist richtig in den vergangenen 12 Monaten.
Unser Land hat gezeigt, in einer gemeinsamen Anstrengung von Bürgerinnen und Bürgern, von der Zivilgesellschaft, von der Politik, wozu es in der Lage ist. Wir haben gezeigt, dass wir in der Krise zusammenstehen, dass wir in der Krise wissen, worauf es ankommt, dass wir eine Krise beherrschbar machen können, meine Damen und Herren. Und wenn wir das in den vergangenen 12 Monaten geschafft haben, wenn unser Land dazu in der Lage ist, dann rufe ich uns alle dazu auf, hören wir damit einfach jetzt nicht mehr auf. Machen wir einfach damit weiter, die Krisen, die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Wir haben gezeigt, was wir können. Wir können auch die anderen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen. Machen wir einfach so weiter. Nehmen wir aus dieser Krise, so schrecklich dieser Krieg ist, den Mut, dass Politik gestalten kann, dass Politik gestalten muss, dass Krisen zu bewältigen sind, meine Damen und Herren. Frau Wagner, ich darf Sie an die Redezeit erinnern. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Ein Land, in dem wir gut und gerne leben, kommt nicht von allein. Ein Land, in dem wir gut und gerne leben, will gestaltet werden. Packen wir es weiter entschieden an, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Wagner. Als nächstes darf ich Herrn Lichert von der AfD-Fraktion um seinen Redebeitrag bitten. Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, verehrte Gäste! Wenn Historiker dereinst und vielleicht in gar nicht allzu ferner Zukunft untersuchen werden, warum und wie sich der Westen selbst abgeschafft hat, dann werden es Beweisstücke wie dieser Entschließungsantrag und vor allen Dingen die Rede des Abgeordneten Wagner sein, die so etwas wie der rauchende Colt sind. Danke schön. Realitätsverweigerung im Endstadium, Scheuklappen bei unbequemen Problemen, dafür aber jede Menge extrem teure Lösungen für selbst geschaffene Probleme. Das ist die Realität, der wir hier ins Auge sehen müssen. Mal abgesehen von der Lobhudelei, die natürlich zum politischen Geschäft regierungstragender Fraktionen gehört, offenbart doch dieser Antrag vor allen Dingen eines: Gruppendenken aus der Blase für die Blase. Das wäre ja an sich gar nicht schlimm. Das ist ja hier eher die Regel als die Ausnahme. Aber in diesem Fall geht diese Gesundbeterei eben gar nicht. Denn es geht um die Existenzsorgen Hunderttausender Hessen. Vielleicht werden es bald Millionen sein. Und das sind Bürger, die Sorgen um ihren Arbeitsplatz haben. Das sind Bürger, die nicht wissen, wie sie die gestiegenen Energiepreise schultern sollen. Und das sind Bürger, die sich aufgrund der stark gestiegenen Lebensmittelpreise auch kaum noch Fleisch oder frische Lebensmittel leisten können. Und was glauben Sie, wie klingt das in den Ohren dieser Bürger, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, Hessen komme stabil durch die Krise? Ihr Realitätsverlust geht zulasten elementarer Interessen des Souveräns, der Bürger dieses Landes nämlich. Denen sind Sie verantwortlich. Aber um Sie nicht zu überfordern, der Reihe nach. Schauen wir doch mal auf die Gasversorgungslage. Richtig ist, dass wir aller Voraussicht nach eben ohne große Unterbrechungen der Versorgungen und Einschränkungen über den Winter kommen werden. Ja, das ist richtig. Die Gasspeicher liegen aktuell bei, ich glaube, knapp über 70%. Vielleicht hören wir ja, wem wir das zu verdanken haben. Ich kann es Ihnen aber jetzt schon sagen, dem Wetter. Alles andere ist Augenwischerei. Und wie sieht es denn aus mit unseren alternativen Gaslieferanten? Ausweislich der Bundesnetzagentur sind das zurzeit Norwegen, die Niederlande, Belgien. Noch bis Ende Mai war Russland der wichtigste Gaslieferant. Und jetzt natürlich die Gretchenfrage, konnten die russischen Importe kompensiert werden? Und ausweislich der Zahlen der Bundesnetzagentur muss die Antwort lauten, nein. Nein, konnten sie nicht. Die Importe im Januar 2023 lagen ein sattes Drittel unter denen im Januar 2022. 60% der gesamten Importmenge 2022 wurde im ersten Halbjahr importiert. Ob und wie die vollständige Deckung unseres Gasbedarfs gelingt, ist offen. Und offen sind auch die Kosten des Ganzen. Wir können sie nur erahnen. Und das hat vermutlich einen Grund.
in den Worten Thomas de Maizières, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Auch wenn die Gaspreise zuletzt wieder gefallen sind, müssen wir davon ausgehen, dass der hier wurde ja gerade die Zahl 300 Milliarden Euro Energierettungsschirm auch tatsächlich gebraucht wird. Und diese politischen Entscheidungen, die Sie sehr für sich als große Leistung reklamieren, die haben dafür gesorgt, dass Deutschland, aber auch Europa, aus der Abhängigkeit von billigem russischem Gas befreit wurde. Und jetzt befinden wir uns in der Abhängigkeit von sündteurem Gas aus arabischen Despotien und amerikanischem Fracking-Gas. Und diese Preissteigerungen fressen sich jetzt langsam durch die Wirtschaft. Die nehmen Gott Frieden, Herr Bellino, Frieden lautet die Alternative. Die Nebenkosten und Energieabrechnung für das Jahr 2022 sind ja gerade erst in der Erstellung. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass viele Bürger mit sehr hohen Nachzahlungen konfrontiert sein werden. Das belastet natürlich die Kaufkraft und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Und selbst wenn die starken Preissteigerungen irgendwann mal aufhören, haben wir doch trotzdem dauerhaft ein erhöhtes Energiepreisniveau. Und Energie ist Vorleistung jedes Produkts und jeder Dienstleistung. Die Folge heißt Wohlstandsverlust, und zwar gravierend. Für viele Unternehmen stellt sich die Frage, ob ihr Geschäftsmodell überhaupt noch veritabel in Europa und insbesondere Deutschland betrieben werden kann. Schon jetzt werden Investitionen aus Deutschland und Europa verlagert. Deindustrialisierung ist kein abstraktes Risiko mehr. Sie findet statt. Und da wir in Deutschland schon seit vielen Jahren die höchsten Gewerbestrompreise in der industrialisierten Welt haben, haben Sie durch Ihre politische Entscheidung eindrucksvoll bewiesen, dass Sie nicht in der Lage und willens sind, attraktive Produktionsfaktoren bereitzustellen. Und wenn es anders wäre, dann erklären Sie doch mal die Panik, die in Berlin und Brüssel herrscht, wegen des amerikanischen Inflation Reduction Act. Panik ist aber tatsächlich angebracht, wenn auch aus anderem Grund. Es droht ein regelrechter Regulierungstsunami aus Brüssel. Das sage nicht ich, sondern Alexander von Preden, Präsident des Handelsverbandes Deutschland. Und Sie, das Kartell der Macht, ja, die vier sich auch noch selbstgerecht als einzig demokratisch bezeichnenden Parteien, Sie, die kreuz und quer miteinander koalieren, völlig verflacht sind und kaum noch unterscheidbar geworden sind, Sie tragen die Verantwortung dafür, dass Deutschlands wirtschaftliche Grundlagen zerrüttet werden, meine Damen und Herren. Und nein, mit Ihnen an der Macht kommt Hessen nicht stabil durch die Krise, sondern stabil in die Krise. Damit das aber nicht jeder gleich merkt, kleistern Sie die vielen Krisen mit jede Menge Steuerzahlergeld zu. Ist ja gerade referiert worden, wie Sie das Geld da zum Fenster rauswerfen. Ja? Und das müssen Sie. Ja, die. Und warum brauchen denn die Bürger dieses Geld und die Unternehmen? Das sind Folgen Ihrer politischen Entscheidungen. Stehen Sie doch dazu! In atemberaubendem Tempo werden die öffentlichen Haushalte zerrüttet. Ja, und warum brauchen Sie die Hilfe? Das ist die Folge Ihrer Politik. Robert Habeck hat sich doch schon zigmal hingestellt und gesagt, die Sanktionen müssen Russland mehr schaden als uns. Das tun Sie offenkundig aber nicht. Und warum handelt die Bundesregierung dann nicht danach? Es ist und bleibt eine Tatsache. Es gibt keine Bündnisverpflichtung mit der Ukraine. Die Beteiligung an den Sanktionen und der Wirtschaftskrieg gegen Russland ist genau die Art von politischen Entscheidungen, die Sie zu verantworten haben. Und das Schlimmste ist, die einseitige Parteinahme und die Waffenlieferung berauben Deutschland jeder konstruktiven Rolle in diesem Konflikt. Sie sind eben nicht auf der Suche nach diplomatischen Lösungen. Sie sind eben nicht auf der Suche nach Lösungen zum Frieden. Und das ist schändlich. Selbst im Kalten Krieg mit seinen unzähligen Stellvertreterkriegen war es immer klare Position der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete zu liefern. Niemand hier im Haus kann das ernsthaft bestreiten. Damals ging das. Damals hat die Politik noch Rückgrat. Und heute nicht mal eine Grete. Ausgerechnet die Chefin von Deutschlands Diplomaten, Außenministerin Baerbock, betreibt ein verbales Wettrüsten und die Eskalation geht weiter voran. Meine Damen und Herren, auch politisch korrekte Kriegstreiberei bleibt Kriegstreiberei. Und das noch wertegeleitete Außenpolitik zu nennen, das ist zynisch. Aber an einer Stelle haben Sie doch tatsächlich, hat ein grünes Huhn auch mal ein Korn gefunden.
Die Hauptleidtragenden des Krieges sind die Menschen in der Ukraine. Ihnen gilt unvermindert unsere Unterstützung und Solidarität. Zitat aus Ihrem Antrag. Das stimmt. Das stimmt. Niemand kann im Ernst die humanitäre Hilfe und auch die Aufnahme von Flüchtlingen, von echten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ablehnen. Und darf ich daran erinnern, dass der Abgeordnete Arno Enners und ich waren, die zeitweise Familien aus der Ukraine aufgenommen haben. Wer kann das denn noch hier behaupten? Wo sind Ihre Hände? Da hält man doch eine Hand. Da zeigt sich doch, wo hier wirklich der Hase im Pfeffer ist. Sie verspritzen Ihr Moralin, ja, aber am Ende heißt es doch nur, tu nicht, was ich tue, tu, was ich sage. Auch das ist zynisch. So, und damit komme ich auch langsam zum Schluss. Die alles entscheidende Frage ist, wie kommen wir schnellstmöglich zu Frieden in der Ukraine? Alles andere ist Heuchelei, Opportunismus, noch Schlimmeres. Und bei der Union, der FDP und den Grünen habe ich überhaupt keine Hoffnung mehr. Ihre peinliche transatlantische Anbiederung spricht für sich selbst. Aber bei der Sozialdemokratie, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der noch an die alte Garde denkt. Zum Beispiel an Egon Bahr. Ich zitiere, in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte, es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Und weiteres Zitat von ihm, es gibt keine Stabilität in Europa ohne die Beteiligung und Einbindung Russlands. Lassen Sie diesen Gedanken einfach mal in Ruhe einwirken, vielleicht kommt ja dann doch etwas Gescheites dabei heraus. Und noch lieber zitiere ich Herbert Wehner. Es gibt eine normative Kraft des Faktischen, das haben wir erlebt, aber es gibt keine faktenersetzende Kraft des Phrasiologischen. Und wenn es je ein Produkt der Phrasiologie gab, dann dieser Antrag. Er gehört, wie so vieles von den Grünen, auf den Komposthaufen der Geschichte. Also, ich möchte diese Rede jetzt noch mal kurz zum Anlass nehmen, etwas ganz Grundsätzliches zu sagen und dann noch mal konkret auf die Rede einzugehen. Also, es ist jetzt sehr unruhig hier im Raum geworden, Herr Lichert, während Sie gesprochen haben. Das haben Sie sicherlich auch gemerkt. Sie wissen, dass ich sehr darauf achte, dass vom Grunde her, das haben Sie eben auch bei der Rede von Herrn Wagner gemerkt, dass ich möchte, dass grundsätzlich hier Ruhe im Raum herrscht. Maßgeblich ist für mich bei der Frage, wann ich wie einschreite, auch die Frage, wie der Redner sich hier am Rednerpult verhält. Das heißt, ob jemand provokativ auftritt, das also bewusst auch in Kauf nimmt, dass es hier einen Lärmpegel im Raum gibt oder dies nicht tut. Das will ich erst mal erklären, warum ich bei Herrn Wagner mich eben eingeschaltet habe und jetzt eben das habe laufen lassen. Das Zweite, was ich aber auch noch anmerken möchte, ist, dass mir von unterschiedlichen Seiten, und ich habe natürlich auch Teile der Rede, ich höre natürlich jedem Redner zu, aber sind mir auch jetzt Punkte zugetragen worden von unterschiedlichen Seiten, die wir zumindest hier oben nicht vernommen haben. Ich habe deswegen darum gebeten, dass ein Redeauszug, ein Protokollauszug angefertigt wird, und zwar von der gesamten Rede. Und je nachdem, Sie sehen, die Stenografen sitzen jetzt noch gerade hier, sobald dieser Redeauszug vorliegt, je nachdem, das kann auch sein nach meinem Sitzungsdienst, würde ich aber noch mal die Sitzungsleitung übernehmen und zu diesem Redebeitrag heute etwas sagen, damit wir das heute miteinander geklärt haben. Das zu dieser Rede. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt fahren wir in der Rednerreihenfolge fort und ich darf den Fraktionsvorsitzenden der Freien Demokraten, Herrn Rock, um seinen Redebeitrag bitten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist echt schwierig, wenn man nach so einem Redebeitrag hier vortritt und zum eigentlichen Punkt reden soll. Darum erlauben Sie mir, dass ich noch einmal zwei Bemerkungen zur Rede von Herrn Lichert mache. Herr Lichert, ich dachte erst, dass das vielleicht eine Einzelmeinung ist in Ihrer Fraktion, die aus meiner Sicht, das ist nur meine persönliche Sicht darauf, etwas krude ist. Aber durch den intensiven Applaus der AfD-Fraktion muss das ja die krude Meinung der gesamten Fraktion sein. Und das erschüttert mich schon wirklich, weil, Herr Lichert, eine entscheidende grundsätzliche Tatsache nehmen Sie einfach nicht zur Kenntnis.
Sie nehmen nicht zur Kenntnis, dass es einen russischen Überfall, völkerrechtswidrig unprovoziert, einen russischen Überfall auf die Ukraine gab und dass sich dadurch Russland ins Unrecht gesetzt hat. Das ignorieren Sie einfach bei all Ihren Thesen, die kruder nicht sein können. Und, Herr Lichert, ich weiß ja, dass Ihre Partei sehr hadert mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch in allen anderen Medien war zu vernehmen, wie schrecklich russische Soldaten in der Ukraine wüten. Wie schrecklich. Ich sage das Wort Butscha. Die Leichen auf den Straßen, die Folterkeller, die toten Kinder, die vergewaltigten Frauen. Haben Sie das nicht zur Kenntnis genommen, Herr Lichert? Ist Ihnen das egal, Herr Lichert? Ich sage, uns hier, der demokratischen Mitte, ist das nicht egal. Und darum ist es wichtig, dass wir die Ukraine unterstützen. Ihre Politik würde ein russisches Leichentuch über die Ukraine legen. Es würde die Ukraine zu einem großen Butscha machen. Und das werden wir, die demokratische Mitte in Deutschland, nicht zulassen, sondern wir werden entschlossen aggressiven Aggressoren und Putin entgegentreten. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, damit ist alles gesagt, was man zu diesem Beitrag sagen muss. Und es macht deutlich, wo die AfD wirklich steht. Und ich möchte jetzt mal noch zwei, drei Minuten zu dem verwenden, was denn hier von den GRÜNEN heute zum Setzpunkt gemacht wurde, weil es aus meiner Sicht ein sehr grundsätzliches Thema ist, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Weil oftmals sind die Demokratien nicht gut darin, Werbung für sich selbst zu machen. Wir Demokraten nehmen uns gar nicht so wichtig, weil wir sind ja nur Volksvertreter. Wir sind hier nur, um die Interessen des Volkes zu vertreten, und wir sind ja nicht unterwegs als Werbekampagne für parlamentarische Demokratie oder für Demokratie an sich. Aber ich möchte es an dieser Stelle mal wirklich mit großem Stolz sagen. Die Herausforderung, die in Hessen, ob das die Pandemie war, ob das der Terror von rechts war, deren Kollegen hier, ehemaligen Kollegen, das Leben gekostet hat, die schrecklichen Anschläge von Hanau, die Herausforderung, die wir als Gesellschaft an dieser Frage haben, ob es die Herausforderungen des Ukraine-Kriegs sind, die auch viele Menschen in unserem Land betreffen, wo die Hessinnen und Hessen in unglaublicher Solidarität Menschen aufnehmen, immer noch aufnehmen, sich entgegenstellen dieser Herausforderung, oder ob es jetzt auch der unerklärte, aber doch mit strategischer Absicht ausgelöste Energiekrise hier in Deutschland und in Hessen ist, die alle Menschen hier vor große Herausforderungen stellen. Und es sind nicht die Demokraten, die die Krise verursacht haben, sondern es sind die Autokraten, die Diktatoren. Es sind die, die diese zivilisierte Ordnung in unserer Welt stürzen wollen und wieder das Recht des Stärkeren einführen wollen. Das sind die, die uns Demokraten herausfordern. Und ich glaube, Hessen, aber vor allem auch Deutschland hat die richtige Antwort gegeben. Und darauf bin ich stolz, sehr geehrte Damen und Herren. Eigentlich wollte ich in meiner Rede heute auch noch einmal die CDU ins Gebet nehmen und sagen, nach 16 Jahren Merkel geht jetzt in Berlin eine Regierung ans Werk, dass die ganzen Probleme aufgreift, die wir 16 Jahre lang angehäuft haben. Manchmal kommt mir das bei Redebeiträgen der Union sehr zu kurz, dass ich feststellen muss, dass irgendwie es so einen Bruch in der Wahrnehmung gibt, gestern noch Regierung, heute Opposition, mit dem, was gestern war, nichts zu tun gehabt, 16 Jahre die Dinge angerührt, und dann zu sagen, warum sind die in 12 Monaten von der neuen Regierung nicht gelöst worden? Was ist da los in dem Land? Also die Art der politischen Diskussion, die wollte ich heute hier eigentlich auch noch einmal thematisieren. Aber ich möchte das ein Stück weit zurückstellen, sehr geehrte Damen und Herren, weil die Herausforderungen, denen sich Hessen zu stellen hat, aber aus meiner Sicht vor allem Deutschland, sind herausragend. Sie sind deshalb herausragend, weil sie so außergewöhnlich sind. Die Ampel hat, und das muss man einfach feststellen, in ihrer
Zeit, als die Regierung übernommen hat, die Pandemie übernommen. Die Ampel musste als erstes sich mit der Pandemie auseinandersetzen. Die Frage, wie gehen wir damit um? Setzen wir mehr auf Eigenverantwortung? Lassen wir den Menschen mehr Möglichkeiten, selbst eine Lösung zu finden? Oder wollen wir weiter den strengen Zügel des Ordnungsstaates, der bis ins Wohnzimmer hinein regiert? Die Ampel hat sich am Ende dafür entschieden, die pandemische Lage von nationaler Tragweite nicht zu verlängern, damit die Rechtsgrundlage beendet, und hat einen Weg der Eigenverantwortung aus der Krise gefunden. Und liebe Freunde, darauf bin ich stolz. Das ist eine gute Leistung der Regierung in Berlin. Und liebe Freunde, als der Krieg ausbrach, als die Ukraine überfallen wurde, haben drei Parteien, Partei mit historischen Persönlichkeiten wie Außenminister, Ex-Außenminister Genscher, Parteien, die den Pazifismus ganz oben auf ihrer politischen Agenda haben, und Parteien, die die Aussöhnung mit Russland viele Jahre intensiv betrieben haben, haben trotz dieser Herausforderung schnell den Weg gefunden, zu sagen, wir müssen als Deutschland 16 Jahre vernachlässigte Bundeswehr wieder in Angriff nehmen. Wir müssen unser Land wieder wehrfähig machen. Wir müssen unsere Bündnispflichten erfüllen können. Das alles haben drei Parteien gemacht, denen das nicht von großem Herzen auf die Fahne geschrieben war, unser Land wieder kriegsfähig zu machen, verteidigungsfähig zu machen, unser Land wieder aufzurüsten und unser Land auch wieder in die Lage zu versetzen, die Bündnispflichten einzuhalten und uns zu engagieren in einem Krieg, in dem wir dort ein Land unterstützen, das überfallen worden ist und das mit Kriegsverbrechen und Terror überzogen wird. Das hat diese Ampel geleistet, weil sie im Fokus das Thema hat, wir wollen Probleme lösen, auch wenn sie große Herausforderungen sind und eben vielleicht nur eine pragmatische Lösung nach sich ziehen können. Und liebe Freunde, wir haben hier über das Thema der Energiekrise gesprochen. Und ich kann einfach die Kritiker gerade hier von rechts nicht verstehen. Ich kann sie nicht verstehen. Sie stehen bei den Handwerkern auf den Versammlungen. Sie stehen bei mittleren und kleinen Unternehmern bei den Versammlungen. Und wir wissen doch alle, ohne die Unterstützung der Bundesregierung werden die meisten Metzger und Bäcker, werden die meisten Unternehmen, die kleinen Unternehmen, in äußerste Schwierigkeiten geraten. Viele Unternehmen werden geschlossen werden worden, wenn es uns nicht gelungen wäre, die Energiekrise in den Griff zu kriegen, wenn wir nicht die Unternehmen unterstützt hätten, wenn wir nicht den Gaspreis gedeckelt haben. Wo ist denn Ihre Hilfe für die Menschen, die Hilfe brauchen? Und es ist hier von Matthias Wagner gesagt worden, und da hat er mir aus dem Herzen gesprochen. Links und rechts haben Sie sich schon die Hände gerieben, haben doch diese Krise herbeigesehen, um Zwietracht in unserem Land zu sehen, um die Demokratie zu diskreditieren, um Ihre kruden Überzeugungen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist Ihnen nicht gelungen, sehr geehrte Damen und Herren. Und es ist so, und das will ich auch an der Stelle mal sagen, alle Ampelpartner, die jetzt in Berlin in dieser schwierigen Zeit regieren, all diese Parteien müssen Kompromisse machen. Die einen müssen Schulden aufnehmen, um eine Armee aufzurüsten. Die anderen müssen vielleicht ein Atomkraftwerk weiterlaufen können. Und andere müssen auch eine Steuerreform mittragen. Aber dieser Pragmatismus, diese Ampel, hat dafür gesorgt, dass wir durch diese Krise gekommen sind. Und es ist eben so, dass wir auch Probleme grundsätzlich gelöst haben, die jahrelang von der Union verschleppt worden sind, eigentlich 16 Jahre, die jetzt aufgeräumt werden mit pragmatischer Politik. Und das ist eine wichtige Botschaft für die Menschen in unserem Land. Diese Regierung in Berlin packt die Probleme an. Sie sitzt sie nicht aus. Und sie wird auch, und da bin ich mir ganz sicher, in anderen Bereichen, ob das die Energiepolitik oder die Zuwanderungspolitik, in diesem Land gordische Knoten durchschlagen und endlich dieses Land voranbringen aus 16 Jahren Stillstand. Und von daher ist es sehr gut, dass wir in Hessen, aber vor allem auch in Berlin eine gute Regierung haben, dass wir in Hessen vielleicht bald eine gute Regierung haben. Da haben wir ja nur noch wenige Monate in der alten Regierungsmehrheit. Wir Freie Demokraten sind bereit für pragmatische Politik, und wir wollen Lösungen für das Land, die auch dauerhaft tragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rock.